So. Boah, ich muss aber wirklich sagen, ich liebe diese Musik hier auf jeden Fall. Habe ich schon keine Ahnung, wie oft gesagt, aber die gefällt mir. Okay, hier gibt es auch nichts. Dann gehen wir mal weiter. Oh, jetzt wird's kritisch, wenn. Okay, hier gibt es Tote. Also noch mehr Tote, die aber keine Magier sind. So, was gibt's denn hier oben? Ja, ich sehe jetzt gerade gar nichts. Danke, Geist. Kommen wir hier so rum? Ja, aber okay, da können wir nicht mehr weiter. So, dann gehen wir mal darum. Ah, okay. Damit können wir aber noch nichts machen. Vielleicht muss ich vorher was anderes erledigen. Okay, hier muss ich irgendwie hin. Er deutet mich hier irgendwas. Hier. Ja, hier sind wieder Tote. Ah, die Seite ist schon fertig, okay. Was mit der? Nice. Gut, dass das irgendwie. Ja, eigentlich hätte ich gerne da jetzt ein bisschen selber denken können. Hi. Na, Nicole, alles klar? Ich habe gedacht, ich spiele mal heute so ein schönes, ruhiges Spiel. Bist du nicht eigentlich arbeiten oder hast schon frei? Okay, jetzt noch mal den Weg hier hoch. Oh, mit Fieber. Dann gute Besserung auf jeden Fall. Ich komme hier aber immer noch nicht durch. Muss ich hier vielleicht das alles erstmal heilen? Gute Besserung wirklich auf jeden Fall. Fieber ist echt nicht toll. Da frage ich mich jetzt, warum gönnst du dir jetzt mal einen Stream, wenn du mit Fieber zu Hause liegst? Trink doch lieber einen Tee oder so, leg dich schlafen, kurier dich aus. Oder ein Whisky oder ein Wodka. Geht auch. Ich glaube, zum Genesen ist mein Stream nicht gerade der Beste für. Okay, das schaffen wir nicht. Zumindest nicht schnell genug. Aber irgendwie müssen wir das doch irgendwie. Oder muss ich das hier alles anschreien jetzt? Ich spinne. Vielleicht. Sag mal, bist du eigentlich jetzt mit Handy oder mit dem PC drinne? So, jetzt hier auf Twitch.
Da du ja bei mir Moderator bist, frage ich ja. Weil über den PC kannst du ja sehen, was du dann da alles machen kannst. Aber wenn vom Handy, glaube ich eher weniger. So, jetzt versuchen wir es hier noch einmal. Jetzt ganz schnell. So. Ja, jetzt hat... Okay, das hat diesmal ein bisschen geklappt. Moderieren mit Handy klappt auch. Also... Ich habe bisher noch nicht die Moderationsansicht vom Handy gesehen, wie das funktioniert. Ja, aber die Mod-Ansicht ist ein bisschen anderes. Von der Mod-Ansicht kannst du ja auch... da hast du mehr Möglichkeiten, und das, was den Stream angeht und so weiter. Vom Handy, so wie ich bisher mitbekommen hatte, ist nur quasi zugucken und sich am Chat beteiligen. Und vom PC aus als Mod kannst du da tatsächlich sogar Nachrichten löschen oder auch Nachrichten pinnen. Ja, ich werde jetzt nicht am Handy nochmal nachgucken, wenn du mir das alles schickst. Ah, das geht auch vom Handy aus. Okay, der hier ist noch gesperrt. Ja, dass du aber Leute bestrafen kannst, das weiß ich. Da bist du mit hier, glaube ich, auf der ein und selben Wellenlänge. Das hast du mir geschickt. Okay, schau ich mir nachher mal an. Zauberstab, nice. Jetzt müssen wir Harry Potter finden. Ah ja, und wir müssen... Warte, Harry Potter könnte vielleicht hier sein. Erstmal brauchen wir das hier wieder. Ja, aber ich wünsche dir auch auf jeden Fall viel Spaß hier bei mir im Chat, Leute zu bestrafen, wenn die Mist bauen. Aber auch nicht übertreiben, ja? Komm, geh auf. So, komm. So, wo ist der Zauberer? Bestimmt hier oben. Gehe ich mal von aus. Noch ein Zauberstab. Also sind hier zwei Zauberer. Oh, super. Nein, nicht runterfallen. Wir haben jetzt zwei Zauberstäbe und keinen Zauberer hier. Und der Zauberstab reagiert auch noch nicht. Doch, hier reagiert er. Wir sind in der Nähe. Jetzt wieder nicht mehr. Das heißt, er muss da irgendwo sein. Okay, wo ist Harry? Na, da sieht nach was aus. Da haben wir den ersten Zauberer. Nice.
Okay, den ersten Zauberer haben wir geschafft. Und, was sagt er? Der wievielte ist... Oh! Das war jetzt der letzte, oder wie? Wir haben jetzt ganze 4 übersehen. Da mache ich mir jetzt gerade Sorgen. Aber okay, jetzt wollen wir hier wieder hoch. Den Zauberstab müssen wir jetzt auch nochmal mitnehmen. Jetzt ist die Frage, von wem ist denn das jetzt der Zauberstab? Wo finden wir den? Reagiert er jetzt auch gleich irgendwie irgendwo? Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, dass er jetzt gleich reagiert. Bisher noch nicht. Das heißt, hier ist kein Zauberer in der Nähe. Was ich schade finde. Okay, kein Zauberer. Reagieren tut es immer noch nicht. Wir haben aber echt viel auch übersehen. Ich glaube, wir sind hier direkt in die Hauptstory rein. Den haben wir fertig. So, dann machen wir jetzt den da als nächstes. Und den hier. So, schnell den Zauberstab wieder mitnehmen. Der reagiert. Das heißt, hier ist der Zauberer in der Nähe. Wahrscheinlich da drinnen. So hoffe ich doch zumindest. Ja, hier ist er. Und der, wievielte war das jetzt? Ah, okay. Das heißt wahrscheinlich irgendwo da hinten haben wir noch welche übersehen. Hier geht es auch noch weiter runter. Okay, das war's dann auch. Noch weiter geht's nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz zurück. Den ganzen Weg. Und schauen, wo jetzt die Zauberer noch fehlen. Also ich gehe von aus, dass da hinten bei der Wiese einige gefehlt haben. Ah, okay. Die Dinger lassen unseren Fuchs hier niesen. Ist aber auch eine krasse Seuche, würde ich jetzt mal behaupten, dass das ist. Thank you.
Noch einmal kurz wieder mit Blumen aufladen. So, einmal aufgeladen und wieder zurück. Wir wollen noch die anderen Zauberer finden. Wir wollen noch ein paar Skins freischalten. Okay, hier kann ich wieder nicht rennen. Super. So, das ist jetzt aber auch bisher das größte Kapitel. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die anderen sein werden. Oder wie viele es noch kommen. Aber ein paar Zauberer müssen wir noch finden, die wir vergessen hatten. Okay, da können wir nicht hin. So, einmal komplett aus der Burg raus. Und dann da die Wiese absuchen. Das müssen wir noch. Okay, jetzt werden wir wieder langsam. Warum? So, wo sind die Zauberer? Da haben wir ja noch eine Burg. Ah ne, das ist die, wo wir vorhin waren. Wo wir die Fähigkeit erlangt hatten. Genau. Was denn damit? Können wir damit irgendwas machen? Nö. Okay, sieht so aus, als würde es nicht weitergehen da. Also, dass er jetzt so oder so uns dahin wieder hinführt. Schade. Ich hatte jetzt gehofft, hier noch einen Harry zu finden oder einen Zauberstab. Ja, Blumen gibt es hier auf jeden Fall. Und obwohl hier kann man rein. Ah, hier ist noch ein Harry. Also irgendwo fehlt noch ein Zauberstab. Also den müssen wir jetzt gleich hier irgendwo suchen, finden. Oder der liegt hier vielleicht sogar. Nee. Aber hier liegt Zauberer, also Zauberstab muss auch nicht weit sein. Wo lag noch einer? Wo hast du den gesehen? Daneben irgendwo, oder? War der hier drinne? War der hier? Bei ihm? Das da meinst du? Das ist kein Zauberstab. Jetzt will ich's wissen. Ah, hier. Ja. Ich bin blind. So, dann haben wir den wenigstens. So, ich hoffe, jetzt haben wir endlich wieder einen neuen Skin freigeschaltet. Anscheinend nicht. Aber hier müsste noch irgendwo einer sein, zumindest laut diesem Plan da. Du sagst nichts dazu. Okay, dann sagst halt nichts.
So, erstmal die Blumen wieder einsammeln. Dann gehen wir wieder rein. Ich glaube, das Areal ist ein bisschen zu groß, dass wir auch alles finden. Und jetzt fängt es wieder an zu ruckeln, natürlich. Ah, genau, da wollten wir hin. Und den ganzen weiten Weg wieder zurück. Ja, komm, ich will hier durch. Ach ne, hier war es falsch, oder? Wo ging's nochmal? Hier rum? Ne, da ging's gar nicht rum. Ich glaube, das da war's. Ich würde schön, wenn wir in so einer Pfütze sind, dass wir weder rennen noch springen können. Ne, das war auch nicht da. Hä? Wo ging's jetzt weiter? Der sagt hier, okay. Genau, hier bei den Skeletten. Hier ging es weiter. Und dann da oben hin. Oh, wie der Fuchs auch mit den Ohren wackelt beim Rennen. Ist echt süß. Okay, jetzt wackelt er nicht mehr. Jetzt wackelt er wieder. Ich finde das richtig süß. Ich glaube, der reagiert jedes Mal, wenn ich süß sage, dass die da nicht mehr wackeln. Ja, okay, springen hat jetzt auch nicht mehr geklappt. So, und dann gehen wir jetzt endlich mal durch das Tor. Machen wir weiter. Okay, da ist wieder eine große Fuchsstatue. Und jetzt speichert's. Okay. Haben die sich jetzt mal wieder, oder? Schön, diese Traumfänger. Okay, die Fuchsstatue kann ich jetzt nicht verzaubern. Und wieder ruckel, ruckel. So, was ist damit? Können wir den anschreien? Nee, können wir nicht. Das können wir auch nicht. Das auch nicht. Ui, da hat es ordentlich geruckelt. Okay, OBS läuft noch. Okay, was passiert, wenn ich jetzt von dem hier runtergehe? Ah, dann geht er wieder zu. Das heißt, wir müssen das hier machen. Und dahin rennen. Ganz schnell. Ah, da ist wieder ein Zauberer.
Okay. Bin ich jetzt tot? Ne, ich liege hier unten jetzt. Super. Aber immerhin können wir jetzt nochmal die Blumen hier einsammeln. Komm. Gib mir die Kraft. Komm. Warum gibt er mir jetzt nicht die Kraft der Blume? Toll, keine Magika. Ach so, ohne Magik kann ich jetzt auch nicht mich hier zu einem Geist verwandeln. Und hier ist jetzt auch kein Zauberstab, glaube ich, oder? Da schließt er sich wieder ab, natürlich. Dann schauen wir mal da hinten. Da geht es ja auch noch weiter ein bisschen. Ah, da ist der Zauberstab. Gut, den haben wir. Jetzt haben wir den. So. Aber da kommen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht rein. Den lasse ich mal da liegen. Und dann versuche ich jetzt noch einmal mit den Blumen. Komm. Warum gibt er mir die Kraft nicht? Verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt dort noch ein bisschen weiter gehen muss und das sich dann wieder schließt, dann finde ich scheiße. So, hier haben wir wieder Blumen. Ich hoffe, die kann ich jetzt einsammeln. Ja, die kann ich einsammeln. Oh. Ich hole mal eben den Zauberstab. Den habe ich ja da oben liegen gelassen. Dann nehmen wir den mal mit. Hier. So, dann können wir jetzt darum den Zauberstab da abgeben. Und so. Und welcher war das jetzt? Ah, das war jetzt neue Reihe. Okay.